Hallo, heute öffne ich wieder mein Kochbuch und zeige dir ein schönes Kirschbananeneis. Die Kirschen und die Bananen kleinschneiden, auf ein Backpapier geben und etwas verteilen. Zwei Stunden einfrieren. Nach zwei Stunden die Bananen in eine Schüssel geben, damit sie leichter einzuteilen sind. Nun gebe ich zwei Teile Bananen und ein Teil Kirschen in einen Zerkleinerer ab und zu umrühren. Und schon haben wir ein schönes Kirsch-Bananeneis. Wenn dir das Rezept gefällt, schreib es mir in die Kommentare. Mit einer Kirsche noch garnieren. Ich wünsche dir einen guten Appetit und danke fürs Zuschauen.